Und wir melden uns dann beide natürlich. Ja. Also das, aber das ist nicht so schlimm, denn wir haben uns ja immer gut verstanden, das ist kein Problem. Genau. Also guten Tag, liebe Evelyn. Also Evelyn ist auch eine ganz besondere Persönlichkeit. Sie ist Wienerin, wenn ich es richtig sehe. Sie hat Rechtswissenschaften in Wien und Salzburg mit Forschungsaufenthalten in Paris und Genf absolviert. Mhm. Und war von 1996 bis 1999 Referentin für Sozialpolitik beim Österreichischen Gewerkschaftsbund. Also eine sehr wichtige Funktion, eine sehr sozialdemokratische Funktion, würde ich auch sagen. Und danach wurde sie Leiterin des Europabüros des ÖGB in Brüssel und war auch Mitglied im Exekutivausschuss des Europäischen Gewerkschaftsbundes 2008 bis 2009. Und in ihrer Funktion als Leiterin des Büros Brüssels haben wir uns damals auch kennengelernt bei den Diskussionen um die Dienstleistungsrichtlinie. Wenn du dich erinnerst, das waren auch ganz heiße Diskussionen. Da möchte ich jetzt gleich mich im Nachhinein fast ein bisschen mit dir entschuldigen, liebe Evelyn, weil du warst immer so irrsinnig geduldig. Ich kann mich erinnern an Situationen, von denen ich mir dann später gedacht habe, vielleicht bin ich dir ein bisschen am Wecker gegangen. Ich weiß, du warst eine wunderbare, ich sage das jetzt deshalb, ich weiß, uns haben inhaltlich irrsinnig viel, inhaltlich hat uns alles geeint, aber manchmal war das so, gerade wenn man in einer NGO oder in einer Gewerkschaft ist, denkt man sich, oh, jetzt sehe ich die Evelyn Gebhardt. Um Gottes Willen, ich möchte sofort meine Dinge einbringen und das war jetzt ganz egal wo, ob das jetzt am Flughafen ist oder irgendwo auf der Straße. Und ich kann mich erinnern, du warst immer unglaublich geduldig, auch wenn das eigentlich ganz aus dem Zusammenhang herausgerissen ist. Also dafür noch nachträglich danke. Gell? Ja, also ich meine, das, was du eingebracht hast, hatte ja auch immer viel Sinn. Von daher war es auch willkommen, denn die Arbeit war nicht ganz einfach an dem Dossier. Und da brauchte man auch die Sachkompetenz der Leute, also wie für Leute wie dich auch. Und da habe ich mich auch immer sehr gefreut. Ja, und seit 2009 bist du Mitglied des Europäischen Parlaments und hast da viele, viele Funktionen nacheinander ausgeübt, die ich jetzt nicht alle aufzähle, sonst sind die 45 Minuten am Ende vorbei. Aber was jetzt ganz wichtig ist in meinen Augen, ist, dass du die Vorsitzende des Ausschusses für Frauenrechte und Gleichstellung bist. Mhm. Und in dieser Funktion habe ich dich heute ja auch eingeladen. Du bist auch im Wirtschaftsausschuss und das finde ich sehr gut. Und ich habe auch immer wieder gesagt, Frauen geht nicht nur im Beschäftigungsausschuss und so Sachen, geht auch in den sogenannten harten Ausschüssen, also Wirtschaftsausschuss, Binnenmarktausschuss, die Dinge, wo die Männer alle hingehen, damit auch unsere Sichtweisen auch mit eingebracht werden. Du bist seit 2019 stellvertretende Vorsitzende der Delegation zu den Ländern Südasiens und auch noch in anderen Delegationen und Vizepräsidentin der Europäischen Bewegung Österreich. Da haben wir auch etwas gemeinsam, weil ich ja die Landesvorsitzende der Europa-Union in Baden-Württemberg bin. Die Europäische Bewegung ist unsere Dachorganisation. Das finde ich sehr schön. Ja. Die Schwerpunkte deiner Arbeit im Europäischen Parlament, die Situation der Arbeitnehmerinnen, Frauenrechte, Kampf für Steuergerechtigkeit, also das sind die Themen, mit denen du dich alltäglich beschäftigst und das finde ich ganz, ganz besonders wichtig. Und ich denke, ich habe mir ja einen Titel ausgedacht, Gleichstellung im 21. Jahrhundert, immer noch ein Traum und es war auch ein bisschen sarkastisch gemeint natürlich, denn ich bin auch in der Frauenbewegung seit Jahrzehnten und ich habe mir gewünscht, dass irgendwann in meinem Leben die Gleichstellung auch wirklich erlebe, aber dem ist leider nicht so. Aber vielleicht kannst du ein bisschen die Lage mal darstellen, die du sie aus deiner Sicht siehst. Also ich möchte mich da total bedanken für diese sogar so auch umfangreiche Vorstellung jetzt. Also herzlichen Dank, Evelyn. Traum oder Trauma, nicht? Das ist die Geschichte. Ich will aber nicht so negativ sein. Wir leben in einer Zeit, in der wir Corona, das kann man jetzt gleich so sagen, Ungleichheiten absolut vertieft werden. Also das, was vorher nicht gut war, ist jetzt noch viel schlechter. Das, was vorher gut war, ist teilweise besser. Also die
Gegensätze, die sind jetzt eindeutig vertieft. Wir haben die Zahlen. Arbeitslosigkeit. Diese Krise ist eine eindeutige Frauenkrise. Frauen sind in den Dienstleistungsberufen, in den systemerhaltenden Berufen und daher diese unglaubliche Diskrepanz, dass die Frauen auf der einen Seite diejenigen sind, die das Werk hier am Laufen gehalten haben, all die Zeit, in den Spitälern, in den Apotheken, in der Kinderbetreuung und so weiter. Und auf der anderen Seite aber diejenigen sind, die am schnellsten aus den Jobs rausgetrieben werden, weil auch hier sind es vornehmlich Frauen, also im Tourismus, in vielen Dienstleistungsbetrieben. In Portugal haben wir beispielsweise 9 von 10 arbeitslosen Menschen, die Frauen sind. Also eigentlich ziemlich schlimm das Ganze. Das heißt, Corona gar nicht gut für Frauen, kann man wirklich gleich sagen, und dass wir da viel machen müssen. Auf der anderen Seite möchte ich schon noch etwas sagen, dass wir diese Situation eben des Backlash haben, auf einmal diese ganzen, diejenigen, die merken, irgendwie es wird eng für sie, es wird ihnen auf den Schlips getreten, also daher auch diese Trumpschen Phänomene, nicht? Das haben wir in der Europa genauso, nicht? Mit dem Abtreibung, de facto Abtreibungsverbot in Polen, nicht? Also all diese schrecklichen Dinge. So. Und auf der anderen Seite immer mehr Selbstbewusste, immer mehr gut vernetzte, immer mehr fantastische Frauen und junge Mädchen jeden Alters, die zusammenarbeiten und die sich da auch wirklich auf die Beine stellen. Das heißt, was wir sehen ist, es driftet in beide Richtungen auseinander und auch im Guten. Und was mir immer wichtig ist, möchte ich gleich einleitend sagen, Feministin zu sein ist eine Sache, ja? Feminist zu sein, das ist auch wichtig. Das heißt, dieser Kampf ist immer mehr von Männern und Frauen geführt. Und das ist auch so wichtig, Burschen zu motivieren, weil es geht ja im Endeffekt immer darum, dass wir ein gutes, schönes, qualitätsvolles Leben haben. Ja, das finde ich auch, das empfinde ich auch so. Und dennoch empfinde ich es auch durchaus so, dass ich mir gewünscht hätte, dass, wenn ich mir die Zahlen anschaue, wie viele Frauen sind in der Wirtschaft auf Entscheidungspositionen. Wie häufig kämpfen wir darum, auch im Europäischen Parlament, wenn es darum geht, also zum Beispiel hatten wir jetzt wieder die Diskussion um eine Stelle bei der Europäischen Zentralbank, wo schon wieder ein Mann vorgeschlagen worden ist und nur eine Frau da ist. Das sind solche Dinge, die uns natürlich auch beschäftigen müssen, denn wir leben in Strukturen heute, die Strukturen sind, die vom männlichen Habitus entwickelt worden sind in den letzten Jahrhunderten. Und diese Strukturen werden ständig weiterentwickelt. Und das, was wir erreichen müssen, ist, diese Strukturen so durchlässig zu machen, dass auch Frauen ihre Strukturen, ihre Netzwerke mit einbringen können. Und das ist etwas, das uns leider immer noch nicht gelingt. Und in Aufsichtsgremien und Unternehmensvorstände liegt der Frauenanteil zurzeit nur bei 7,5% in der Europäischen Union. Ja? Oder in zukunftsweisenden Berufen sind sie auch unterrepräsentiert. Sollen 22% aller KI-Programmiererinnen sind weiblich. Ja? Oder aktuell gibt es nur 5 Regierungschefinnen, die nicht alle so unsere Politik machen. Das ist auch klar. Also Frau sein ist nicht alles. Aber das sind Zahlen, die uns zeigen, da müssen wir doch noch dran arbeiten, oder? Ja, natürlich. Der Weg, der da ist, ist sehr lang. Ich möchte gerne ein paar Vorschläge gleich machen, ne, die wir haben. Gerne. Aber ich möchte, bevor ich die mache, dir eine Frage stellen. Und zwar, wie ist deine Beobachtung, wie erlebst du die Entwicklungen der letzten Jahre? Weil ich habe vorhin gesagt, ich sehe viel Schatten, also diese Rückschläge, die wir da teilweise erleiden, da denkt man sich, um Gottes Willen, was sind das für Dinge, jetzt auf einmal wieder von einem Abtreibungsverbot zu sprechen, also das ist doch etwas, von dem wir dachten, das haben wir abgehakt für immer und ewig, dass es für die ganze Gesellschaft natürlich immer nur gut ist, wenn Männer und Frauen sich den Kuchen teilen. Also es sind lauter so Dinge, die sind so selbstverständlich, nicht? Also dass es bergauf geht. Und jetzt sehen wir, dass es nicht immer so ist. Aber auf der anderen Seite
dass es auch immer selbstverständlicher wird, dass junge Männer sagen, die zu mir herkommen und sagen, ach, diese dumme Boomer-Generation, meine Chefs, die lassen mich nicht mehr bei einem Jungen und bei meinem Mädchen zu Hause bleiben. Ich tät ja wollen, aber die lassen das nicht zu. Und dadurch muss ich das machen. Das heißt, dass da schon viel mehr möglich ist. Also ich habe manchmal den Eindruck, die Strukturen, die sind so verkrustet, das sind sie teilweise wirklich sehr, also mit allen, die in Verantwortung sind, sei sie politisch und wirtschaftlich Verantwortung, aber dass eigentlich viele Menschen schon viel weiter sind. Und das haben wir schon öfter beobachtet, nicht? Und deshalb wollte ich dich fragen, wie ist deine Beobachtung, wenn du dir das Europäische Parlament anschaust, die Arbeitsweise, miteinander umzugehen, machtvolle Positionen zu haben, weil ich mag nicht immer über die negativen Dinge reden. Ich finde das so cool, dass wir 50% Ausschussvorsitzende haben, die Frauen sind. Und das ist auch dann eine ganz andere Dynamik, wenn wir verschiedene Dinge in der Ausschusssitzung bei den Ausschussvorsitzenden einbringen. Deshalb interessiert mich das, wie dein Blick so ist, ja, und deine Erfahrung. Es hat sich schon einiges entwickelt, sehr Positives. Und das finde ich auch ganz wunderbar, weil die Zahlen, die du gerade genannt hast, das sind sehr gute Zahlen. Und im Europäischen Parlament sind wir viel, viel, viel weiter als in anderen Bereichen. Aber wenn ich mich umschaue hier in Baden-Württemberg mit ganzen, ich glaube, knapp über 25% Frauen im Landtag, und wenn ich es richtig sehe, keine einzige Ausschussvorsitzende, muss ich aber jetzt aber nachschauen, also wenn dann nur eine oder zwei, dann ist das eine ganz große Diskrepanz. Und wir dürfen, glaube ich, nicht verwechseln ein Gremium wie das Europäische Parlament, in dem wir sehr geübt sind, über Grenzen hinweg zu schauen, die auch mehr Zugeständnis den anderen gegenüber zu machen, weil wir können keine Politik gestalten in Europa, wenn wir nicht akzeptieren, dass wir sehr unterschiedliche Strukturen, Kulturen und Herangehensweisen in der Politik haben. Wenn wir das nicht akzeptieren, können wir gar nichts machen. Und deswegen ist das, glaube ich, nicht ganz vergleichbar. Wir sind so eine Art Elite, was das anbetrifft. Wenn ich mich umschaue in den Rest der Welt, dann ist es eben dann noch nicht ganz so. Vielleicht können wir, und das ist das Positive, das gestehe ich dir zu, als Beispiel dastehen. Aber mir reicht das alles noch nicht. Das Nein, natürlich das nicht. Das, uns reicht das alles noch nicht. Das ist ganz klar. Deshalb möchte ich nur jetzt so als Lösungs... Also es gibt natürlich viele Lösungsansätze, aber ganz, ganz wichtig... Verbindlichkeit. Ja. Das Thema Quote mag keiner so recht hören, mir ist das total wurscht. Wir merken, es handelt sich um Strukturen, die sind seit Beginn der Menschheit gewachsen. Und seit dem Beginn der Menschheit, selbst bei dem wunderbaren alten Griechenland, gab es machistische Strukturen, die Demokratie hat die Frauen genauso wenig erfasst. Also insofern ist das, was wir jetzt machen, was grundlegend Neues, seit dem Beginn der Frauenbewegung. Und es geht immer um Macht, das kann man dann drehen und wenden, wie man möchte, wurscht, ob das hier, egal in welchen Bereichen das ist, und wenn ein Kampf um Macht stattfindet oder auch ein whatever, also wenn es darum geht, dann gibt es einfach mal Reflexe. Und das ist eben das, was wir jetzt so vehement eben bei all den Gegnern von Gender Equality, ich sage bewusst den Begriff Gender, von Gleichstellungspolitik eben wahrnehmen. Und jetzt, ich greife jetzt ein Beispiel raus, das du natürlich auch sehr gut kennst, aber an dem sich das alles ganz besonders manifestieren lässt. Die gleiche Anzahl von Frauen und Männern in den Führungsetagen. Jetzt bin ich eine Gewerkschafterin. Also mir geht es in erster Linie nicht darum, dass man noch, eben, natürlich geht es mir auch darum, dass wir die Chefinnen stellen und die ganz Führungspersönlichkeiten, aber es geht mir darum, dass alle Frauen und Männer die gleichen Möglichkeiten haben. Aber dazu ist es auch wichtig, diese Role Models zu haben. Dazu ist es wichtig, top-down genauso mitreden zu können. Und die Erfahrung zeigt, jede Freiwilligkeit ist lieb und nett. Und ich sage das jetzt bewusst, lieb und nett. Und die hilft manchmal ein bisschen und manchmal ein bisschen mehr. Aber irgendwann ist Stopp. Selbst in Finnland, von dem ich höre, ein Land, das so großartig partnerschaftlich denkt und von dem wir wissen, wenn es um Maskenpflicht geht, dann sind die Finnen ganz besonders allergisch drauf,
weil sie wollen überzeugt sein. Und wenn sie gut überzeugt sind und, und ihnen gesagt wird, tragt die Masken, denn das ist besser, um andere zu schützen, dann tragen die die. Und wenn man sagt, ihr müsst sie tragen, dann tragen die die nicht. Und das hat man mir als Beispiel gesagt für die Frauen in den Führungspositionen. Er hat gesagt, schaut doch hier in Finnland. Wenn man mit guter Argumentation daherkommt und das begründet, also die Frauen sind ja genauso gebildet und die Frauen können das ja alles auch genauso, dann wird das schon kommen. Dann kann man sagen, okay, die Finnen, bei denen funktioniert viel mit Freiwilligkeit, aber selbst in einem Land wie Finnland, selbst in einem nördlichen Land, dem ersten Land, in dem es das Frauenwahlrecht gegeben hat, selbst dort endest du dann irgendwann einmal bei 30% und du kommst nicht mehr weiter. Dann kann man dann sagen, na, 30% ist ja schon super. Ich meine, da wollen wir mal hinkommen. Aber es ist tatsächlich so, wir haben Strukturen, die sind eingefahren und da kommst du nicht weiter. Und deshalb hilft nur Verbindlichkeit und auch Kontrollen davon. Und das gilt natürlich auch insbesondere für die deutsche Wirtschaft und die österreichische, also da sind wir ja recht ähnlich. Das sind Machtstrukturen. Und es wollen ganz einfach diejenigen, die da drinnen sind, die nicht aufbrechen. Die sagen zwar immer, wir wollen ja eh, aber wir finden keine. Aber stimmt nicht. Die sind da. Und deshalb auf europäischer Ebene ist es so sehr wichtig, dass wir nun dieses eine Thema herausgreifen, verbindliche Regeln einführen. Das heißt, ein verbindliches Ziel, ja, das ist ja, das kennt doch jeder in der Wirtschaft, nicht? Jeder Unternehmer müsste das kennen. Wie, da habe ich ein Ziel, wie erreiche ich das? Na, dann arbeite ich darauf hin. Und darum geht es. Und da geht es um die, das geht genauso in den Finanzinstitutionen, in der Europäischen Zentralbank, die du erwähnt hast, in der ESMA, EBA, EIOPA, in all diesen Institutionen. Und ich habe gelernt, und das ist leider so, die Argumente haben wir ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Wir haben all diese gescheiten Studien und Analysen und Daten und Fakten und die Frauen sind genauso ausgebildet und noch besser ausgebildet, motiviert. Für einen Unternehmenserfolg ist das total notwendig, divers zu sein und so weiter. Das haben wir alles. Ich mag da manchmal gar nicht mehr drüber reden, weil das haben wir eh schon gemacht, bis zum geht nicht mehr. Es geht beinhart um Macht und wenn du die ändern möchtest, dann brauchst du verbindliche Regeln, weil wer steht schon zurück und sagt, naja, ich verzichte, das tut kein Mensch. Und das auch keine Frau. Kein Mann, der an der Stelle ist und eine Frau natürlich auch nicht. Das ist auch im, ganz in der Normalität des Menschen. Also das ist ganz klar. Allerdings, und das sagst du, das hast du jetzt gerade auch so betont, dass eben diese Strukturen es sind, die dafür sorgen, dass Frauen die Chancen nicht erhalten. Und deswegen ist Verbindlichkeit notwendig. Deswegen gehöre ich auch zu den Leuten, die sagen, wir brauchen Quotenregelungen. Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Gesetz, über das wir seit so vielen Jahren auf europäischer Ebene, wo leider Deutschland auch nicht gerade eine gute Rolle spielt, als die Bundesregierung, dass dieses endlich mal geschaffen wird, dass diese 40% in Führungsetagen von Unternehmen auch mal erreicht werden. Und wir haben es ja auch in den USA gesehen, sie schaffen es auch nur, indem sie verbindliche Regeln machen. Und die Freiwilligkeit, sie bringt es einfach nicht, das ist richtig. Ja. Ja, also, aber da gehören dann auch noch ein paar andere Dinge dazu. Du hast es ja auch vorhin angesprochen mit der Pandemie, dass gerade die Frauen die großen Verliererinnen sind zurzeit, weil sie gerade in diesen Bereichen arbeiten, die sehr viel Arbeit bedeuten, sehr schwere Arbeit, sowohl physisch wie auch psychisch, aber sehr schlecht bezahlt werden. Und warum werden sie schlecht bezahlt? Weil eben sehr viele Frauen in diesen Bereichen arbeiten. Und auch da müssen wir dafür sorgen, dass es eine andere Art der Bewertung der Arbeit gibt. Ich sage immer wieder, oder ich habe früher immer wieder gesagt, ich kann nicht verstehen, warum ein Mechatroniker, der an einem Auto sehr gute Arbeit leistet, und da geht es um Sicherheit, so viel mehr verdient als eine Krankenschwester, die auch sehr schwere und am Menschen Sicherheitsfragen arbeitet. Warum denn? Warum wird das nicht gleich bewertet? Haben wir da Ansätze der Politik auf europäischer Ebene, was wir da machen wollen? Naja, warum das nicht gleich bewertet ist, das liegt auf der Hand, nicht? Auch wiederum. Stereotypen,
die Kommission packt das jetzt Gott sei Dank an, weil wir enden immer wieder an einem Punkt, dass du kannst immer wieder Dinge fachlich, sachlich begründen und irgendwann bist du bei einem Punkt, wo du nicht weiterkommst und merkst, da gibt es keine sachlichen Gründe. Und das ist genau der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Und eben von der Kommission ganz dringend verlangen, und das haben wir von Ursula von der Leyen verlangt. Wir haben gesagt, das ist eine Bedingung, wenn sie Kommissionspräsidentin werden möchte. Also das war in ihren Versprechungen, die sie uns gegeben hat, ganz vorn dabei, dass sie einen Vorschlag, einen verbindlichen Vorschlag machen wird, dass die großen Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen langsam angehoben werden. Also dass wir da Mittel entwickeln. Ich warte noch drauf. Es ist noch nicht da, dieser Vorschlag. Wir müssen schrecklich aufpassen, weil es heißt dann oft während der Corona-Krise, um Gottes Willen, braucht es ja nicht noch die Unternehmen noch zusätzlich belassen, aber es ist natürlich ja alles ein Blödsinn. Es geht ja oftmals gerade um die Jobs, die wir ja ganz besonders dringend benötigen. Und insofern warten wir drauf. Ich möchte gleich auf diesen Vorschlag ein bisschen zu sprechen kommen, aber auch einen anderen Vorschlag, den du gut kennst, erwähnen. Mindestlohn. Ich meine, hattest du nicht den Eindruck, also ist es nicht für dich so, dass du dir auch denkst, ah, das ist genau eins der Instrumente, das wir brauchen, damit Menschen wieder mehr Vertrauen haben in die ganze Arbeitswelt, in die Unternehmen, aber vor allem Frauen. Weil der Großteil der Mindestlohnbezieherinnen heute, also diejenigen, die ganz wenig verdienen, das sind natürlich Frauen. Und das heißt, ein Vorschlag zu Mindestlöhnen in ganz Europa kommt ja auch den Frauen zugute. Also vor allem auch denen, natürlich nicht nur in Österreich und in Deutschland, aber vor allem beispielsweise all diesen Pflegekräften, die von Rumänien nach Österreich kommen, um alte Menschen zu pflegen, die wir so dringend benötigen, und all denen, die keine gewerkschaftlichen Strukturen haben. Ich weiß nicht, wisst ihr, ich meine, ich habe immer gedacht, bei den Maßnahmen, die wir ansetzen müssen, also um die Unterschiede, um die schrecklichen Ungerechtigkeiten zwischen Frauen und Männern in den Griff zu kriegen, braucht man eben die Transparenz, also damit wir mal wissen, warum das alles so ist und auch sehen können in einem Unternehmen, aha, die Buchhalterin, die hat die gleiche Ausbildung wie der Buchhalter, aber warum kriegt der mehr und warum die kriegt die weniger und das vergleichbar zu machen. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch die Mindestlöhne. Ja, wir brauchen beides. Die Mindestlöhne, Genau. um eine Grundabsicherung für die Menschen zu haben und insbesondere für die Frauen. Du hast recht, das sind vor allem Frauen. Als wir den Mindestlohn in Deutschland eingeführt haben, das ist noch gar nicht so lange her, das ist eine sozialdemokratische Leistung auch gewesen, das waren 80% Frauen zugute gekommen, die mehr Geld erhalten haben. Und das ist immer noch sehr wenig. Ja, also ich will das jetzt nicht hochjubeln, aber es ist eine unheimliche Verbesserung für viele, viele, viele Frauen gewesen. Und das ist auch eine gute Sache. Aber du hast es jetzt auch angesprochen. Es geht ja auch um die gleiche Arbeit und die unterschiedlich bewertet wird, je nachdem, ob man Frau oder Mann ist. Und da ist ja auch eine Gesetzgebung. Ich glaube im Gange, aber das weißt du jetzt besser, eben da mehr Transparenz, also Ja, genau, die zu sorgen, ja. Transparenzrichtlinie. Die Ja, die verlangen wir Transparenz, und ja. sozusagen gerade gemeinsam mit den europäischen Gewerkschaften fordern wir noch und nöcher. Also die Kommissarin Dalli ist ja mehr als bereit dazu. Also die möchte eigentlich diesen Vorschlag präsentieren, aber kriegt immer wieder selbst die Information, dass das noch in der Beurteilung der Kommission hängt. Und ich muss dir sagen, ich habe da wirklich wieder mal den Verdacht. Ich meine, ich würde den Vorschlag einmal rate mal, wer du glaubst, wer da besonders interveniert. Ja, Niemand. also ich Business denke, Europe. ja, genau. Ich denke, vielleicht sollten wir da ja bald der 8. März, der Internationale Frauentag, da ist Ja. vielleicht auch mal noch mal einen Vorstoß machen. Ja. Und Machen ich wir. habe ja gesehen, dass am 8. März, das ist ja Montag der Plenarwoche des Europäischen Ja. Parlaments, das auch auf der Tagesordnung ist, dass das eine ganz starke Forderung wird, dass die Europäische Kommission endlich ihre Versprechen auch zur Wahrheit bringt, nämlich diese Transparenzrichtlinie, aber auch die anderen Dinge, die versprochen worden sind von Frau von der Leyen, damit sie auch sozialdemokratischen Stimmen bekommen hat, um Kommissionspräsidentin zu werden, so langsam.
langsam wird es sein, dass sie auch mal auch liefert. Ja, und nicht nur schön lächelt, sondern auch wirklich liefert in diesen Bereichen. Also das ist eine starke Forderung, die wir zu gestalten haben. Ja, ein anderes Thema, das jetzt gerade in diesen Pandemiezeiten, und das merke ich ja auch, wenn ich mich umsehe, ist ja auch das Thema Gewalt gegen Frauen. Und diese Lockdowns, die wir haben, dieses Eingesperrtsein von vielen Menschen in engen Wohnungen, das führt auch dazu, dass immer stärker diese Probleme entstehen. Und ich habe gerade einen Bericht gerade aus meiner Stadt nachgelesen, dass viele Frauen, eben weil sie nicht im Homeoffice sind, nicht mehr ansprechbar sind, weil sie eben mehr oder weniger in ihren vier Wänden gefangen sind. Das ist auch so ein Riesenthema, an dem wir noch sehr viel mehr machen müssen, oder? Also die Voraussetzung, dass eine Frau selbstbewusst sein kann. Ja? Also ich meine, die Basis von jedem Leben, von Freiheit, Selbstbestimmtheit ist natürlich, dass du keine Angst haben musst, dass du Gewalt ausgesetzt bist. Wurscht, ob das jetzt psychische, physische, whatever Gewalt ist. Und es passieren Dinge, die können wir uns alle gar nicht vorstellen und die passieren viel mehr und in viel größerem Ausmaß, als wir es gedacht hatten noch vor kurzer Zeit. Und in dem Zusammenhang gibt es ein paar Dinge, also erstens einmal, die Gewalt ist in die Höhe geschnallt, ja, überall, mit dem ersten Lockdown sofort. Ich meine, die Gründe liegen auf der Hand, alle sind nervös, haben Angst, sind auf engem Raum, vielleicht die Kinder, Männer, die nicht diszipliniert sind und sich gehen lassen, also jedenfalls Frauen sind absolut die Leidtragenden. In dem Zusammenhang ist ganz wichtig zu sagen, was ist passiert und was ist noch alles notwendig. Passiert ist vielfach, also ich muss sagen, es haben schon sehr viele Regierungen, kommunale Stadtverwaltungen, Nachbarn, sehr gut reagiert, vor allem sehr pragmatisch, sehr unbürokratisch. Ich denke da beispielsweise in Deutschland auf den Milchpackerln die Nummer raufschreiben, von die Notfallsnummer, die man sich wenden kann. Das waren so Maßnahmen, die so wichtig sind, so wo kann ich mich da jetzt irgendwie hinwenden, wenn ich nicht weiß, wohin, wenn selbst mein Handy weggenommen ist. Und deshalb waren wirklich viele sehr, sehr fantasievolle Maßnahmen. Hotels wurden geöffnet in Frankreich, aber auch bei uns im Europäischen Parlament ein ganzer Trakt für obdachlose Frauen, die auf einmal auf der Straße gestanden sind, um hier zu sagen, und das war auch ganz wichtig, es war nicht nur symbolisch, es war tatsächlich wichtig, aber auch symbolisch, ihr seid nicht allein. Wir sehen das Problem, es ist da. Und was noch passiert ist, und das ist aber jetzt schon seit längerer Zeit passiert, und das haben wir irgendwie so erst im Laufe der Zeit jetzt kennengelernt, und jetzt während Corona ist natürlich besonders schlimm, wir haben verdammt wenig Zahlen und Daten und Fakten über die Gewalt gegenüber Frauen. Das ist absurd. Das müsste doch erfasst sein. Ich meine, ein Mord ist ein Mord, eine Gewalttat ist eine Gewalttat, die muss doch registriert sein bei der Polizei. Und wir haben das erst also irgendwie entdeckt. Natürlich sind sehr viele registriert, andere natürlich versteckt, aber oftmals dann nicht so aufbereitet, also beispielsweise bei dem Mord, nicht? Da heißt, so und so viele Menschen sind ermordet worden. Und liest dann Statistiken, letztes Jahr sind die Zahlen besser geworden, Gott sei Dank, es wird weniger. Und dann sieht man ja, schön für die Männer, aber die Frauen, den Frauen geht es immer schlimmer. Es gibt immer mehr Gewalt, die ganz zielgerichtet gegenüber Frauen ist. Und deshalb kann man sagen, das ist die größte systematische Menschenrechtsverletzung, die weltweit stattfindet. Diese Gewalt, die Frauen passiert, nur deshalb, weil sie eine Frau sind. Nichts anderes. Also häusliche Gewalt, aber auch diese sexistische. Und wir haben eine wunderbare Institution auf europäischer Ebene, die EIGE, das Europäische Institut für Geschlechtergleichstellung, die anfangen und Gott sei Dank schon fortgeschritten sind, diese Zahlen und Daten zu vergleichen. Und deshalb wissen wir, das ist ein massives Problem. Und jetzt will ich nicht sagen, dass das früher nicht gegeben hat, man hat halt weggeschaut. Es gibt so Themen, so wie früher häusliche Gewalt. Wenn ein Mann seine Frau geschlagen hat, hat der Nachbar lieber weggeschaut und hat gar nicht so recht mitgekriegt, was los ist. Das ist ein No-Go. Man darf seine Kinder nicht hauen, man darf seine Frau nicht hauen, man darf überhaupt keine Frau hauen. Hauen geht nicht. Und es gibt eine Konvention, auf die der Europarat beschlossen hat, die Istanbul-Konvention. Und als ich die kennengelernt habe, also durchgelesen habe, vor Jahren schon, habe ich mir gedacht, warum diskutieren die Leute so viel über diese Konvention?
Das ist doch so eine Nonnané-Geschichte. Da steht drinnen, Gewalt gegen Frauen ist nicht zulässig. Und es gibt, also ich vereinfache es jetzt, und es ist die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass die geeigneten Mittel eingesetzt werden, dass Frauen vorher geschützt sind, dass sie im Fall von Gewalt halt sich an eine Stelle wenden können, also Polizei und Frauenhaus und was auch immer, und dass ihnen wirklich geholfen wird und die Täter bestraft. Und jetzt schaut man sich das an und greift sich echt an den Kopf. Wie kann es Staaten geben, die nicht sofort binnen einer Sekunde diese Konvention unterzeichnen und herumeiern und sagen, nein, sie tun das nicht? Das heißt, es gibt tatsächlich Staaten, die die Frauen nicht schützen wollen. Und das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Und daher setzen wir auf europäischer Ebene natürlich alles dran, dass alle EU-Staaten diese unterzeichnen. Es gibt einige Staaten, die das nicht getan haben, also Ungarn, Bulgarien, also die üblich Verdächtigen irgendwie. Und darüber hinaus, und das ist mir wichtig, dass ich das sage, weil ich möchte nicht so immer Gespräche fortführen und dann ist man irgendwie ganz verzweifelt und traurig, für den Fall, dass das nicht gelingt. Weil es gibt ja Staaten, die auf einmal diesen Machisten raushängen lassen, nicht? Aller Ungarn und Co. Und für den Fall, dass das nicht passiert, dann kommt eine eigene Gewaltschutzstrategie. Das heißt, Verbrechen gegenüber Frauen, Gewalt gegen Frauen soll ein eigener Tatbestand der Eurocrime sein. Also extra aufgenommen werden und dadurch natürlich auch besser, nicht nur besserer Schutz, sondern auch bessere Dokumentation, bessere Vergleichbarkeit, Koordinierung und es soll ein, so quasi eine eigene Richtlinie dann erlassen werden, die quasi den Inhalt von der Istanbul-Konvention rauslöst, aber dann über das Mitentscheidungsverfahren natürlich auch über diese unsäglichen Staaten drüber fahren kann. Das habe ich ein bisschen lang geredet, entschuldige, aber da kommt einem so alles durch. Weil, weißt du, Evelyn, geht es ja nicht auch so. Ich habe immer gedacht, also ich setze mich ein dafür, eben für Frauen in Führungspositionen und Frauen, die Alleinerzieherinnen sind und Frauen, die wirtschaftlich empowert werden und das alles. Und Gewalt gegen Frauen, das ist ein absolutes Randthema. Ich bin total schockiert, dass es das nicht ist. Also da muss sehr viel getan werden und ich denke, du hast jetzt gerade etwas angesprochen und ich glaube, das ist genau die richtige Strategie, damit diese Staaten, die nicht bereit sind, diese Istanbul-Konvention zu ratifizieren, Ungarn hast du schon genannt, Bulgarien und andere, oder Polen ist da wieder ausgetreten, dass man diese auch daran erinnern muss, dass sie die Verträge der Europäischen Union unterschrieben haben. Und da möchte ich eine Passage daraus einfach mal vorlesen, weil das ganz wichtig ist. Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet. Das haben diese Staaten alle unterschrieben. Ja, das haben sie alle unterschrieben, alle 27, früher auch der 28. Großbritannien. Und das ist etwas, sie müssen sich daran halten. Wir müssen sie da an den Schopf greifen. Und da denke ich auch vor allem auch daran, wie zurzeit in Polen die Situation ist. Das ist ja auch so ein Thema, das mich so wahnsinnig beschäftigt, wie Frauen in Polen zurzeit behandelt werden. Und da geht es ja zum einen um das ganz aktuelle Thema des Verbotes von Schwangerschaftsabbrüchen, aber auch insgesamt diese machistische Art und Weise der Politik, die zurzeit gemacht wird. Das kann und darf eigentlich nicht sein. Was können wir da denn dagegen tun, außer immer wieder Appelle auszusenden? Das, was in Polen passiert, das geht uns alle an. Oftmals sagen diejenigen, die zwar mit uns einer Meinung sind, aber dann nicht anstreifen möchten, nicht zu nah rankommen, das ist Subsidiarität, da geht es um Thema, das sollen sich die Polinnen und die Polen selber ausmachen. Das stimmt doch gar nicht. Ab dem Moment, wo es ans Eingemachte geht, ja, und das ist der Fall hier, geht uns das alle etwas an. Und das ist auch total wichtig, Richtung Polen, Richtung all diese Aktivistinnen und Aktivisten, ihr seid nicht allein, wir schauen nicht weg. Also wir dürfen diese
das, was wir, unsere Plenardebatten, was wir machen, unsere Resolutionen, all das, was wir an die polnische Regierung adressieren. Und ich muss daran erinnern, wir haben es geschafft, dass alle Fraktionsvorsitzenden, also auch die EVP, auch der Manfred Weber, diesen Brief mitgetragen haben, den wir an die polnische Regierung geschrieben haben, dass das ein No-Go ist, was sie tun. Ja, dass sie an diesen fundamentalen Rechten nicht nur schnippeln, sondern sie beschneiden und das Ganze natürlich auch durch ein sogenanntes Verfassungsgericht. Das Wort sogenannt werde ich immer dazu sagen, denn eine Institution, die die Kriterien der Gerichte nicht hundertprozentig erfasst, verdient auch die Bezeichnung nicht. Was können wir machen? Geld ist immer eine Antwort. Wenn es ums Geld wird, dann sehen wir, das sehen wir bei Polen, das sehen wir bei Ungarn, das sehen wir eigentlich bei jedem Staat, den wir erwischen, sich nicht an die Ziele, die Werte, also an das Fundament der EU zu halten, dass wir dann nicht nur drohen, sondern Mechanismen einführen, dass die dann kein Geld kriegen. Und der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, den wir eingeführt haben, jetzt beim mehrjährigen Finanzrahmen, bei der Mittelvergabe, ist unglaublich wichtig. Die Geschichte ist die, die Europäische Union ist kein Supermarkt, wo man sich holt, was man gern hätte und den Rest lässt man stehen oder tritt mit Füßen, sondern die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft und die Europäische Union möchte natürlich wirtschaftliche Vorteile, soziale, möchte gesellschaftliche, liberale, demokratische Vorteile erzielen und vor allem, dass wir gemeinsam in der Welt natürlich bestehen können, sodass allen Menschen in Europa besser geht. Also Antwort ist Geld. Die Rechtsstaatlichkeitsprüfung, die wir jetzt haben, die ist okay, könnte um einiges besser sein. Also da hätte ich mir schon noch mehr gewünscht, aber okay, das ist halt so. Und dazu gehören auch die Frauenrechte. Deshalb ist so wichtig, dass wir das immer wieder bei jeder Diskussion sagen, spielt euch nicht blöd mit uns. Wir sind viele, die sich dagegen auf die Barrikaden gehen. Und noch einmal, es ist vor allem wichtig, wie sehr wir die Menschen in Polen bestärken. Was ich nämlich in Polen sehe, das ist auf der einen Seite natürlich hässlich, nicht? Wenn wir sehen, LGBTIQ-Bewegung, die attackiert wird, das ist so klassisch immer Ansätzen, wo man irgendwie so Salamitaktik, nicht Imperant, Dividend, Impera, also immer ein Scheiberl runterschneiden und sich auf eine Gruppe einschießen und die dann nur ganz schrecklich behandeln und auf die dann losgehen. Aber was wir sehen, das ist ja auch auf der anderen Seite was unglaublich Tolles in Polen. Also wie viele Leute auf die Straße gehen, wie fantasievoll diese Frauen und Männer sind, wie geeint die sind. Ich meine, viele sagen natürlich, es ist schon anstrengend, dann auf die Straße gehen und das schon seit so langer Zeit. Aber es ist, also es sind die größten und stärksten Demonstrationen seit 1989. Und da müssen wir dran erinnern. Schaut's her, damals war es die Solidarność. Und jetzt stehen Frauen und Männer, weil die wollen ja auch haben, dass irgendwie so ein vernünftiges Leben möglich ist, für ihre Rechte ein. Also es ist ziemlich anstrengend, aber es passiert auch viel Gutes. Ja, das sage ich den Menschen auch immer wieder, wenn sie mir sagen, ja, also sollten wir nicht Polen oder Ungarn oder so aus der Europäischen Union rausschmeißen, dann sage ich nein. Nein, das dürfen wir genau nicht. Wir müssen mit diesen Leuten, die die Demokratie, die die Frauenrechte haben wollen, unterstützen. Und das können wir nur richtig tun, wenn sie mit uns dabei sind. Und das ist eben genau die Art und Weise, wie wir ganz. Ich bin auch, muss ich sagen, und du bist ja im Wirtschaftsausschuss, du bist eine von denen, die ja auch sehr stark daran gearbeitet haben, diesen Rechtsstaatsmechanismus durchzusetzen. Da bin ich richtig stolz. Bin ich richtig stolz auf die Arbeit. Also ich finde, da steht überhaupt Gutes drinnen. Also ich muss sagen, da drinnen eben die Nachhaltigkeit, Gender Equality, Rechtsstaatlichkeit. Also ich muss sagen, was ich mir jetzt wünsche, das ist auch die Umsetzung. Ich glaube, wir haben jetzt die große Aufgabe, dass wir diese Dinge, die da drin stehen, die sind jetzt recht lieb und nett, aber die müssen wir ja auch umsetzen. Ja. Ja, das ist jetzt die Arbeit, die wir jetzt zu leisten haben. Ja? Also wir haben uns jetzt das Instrument gegeben und wir können stolz darauf sein, dass wir es geschafft haben, weil es war ganz beschieden keine Selbstverständlichkeit. Und die Regierungen der Mitgliedstaaten waren wirklich alles andere als
euphorisch, sage ich es mal, um das auch zugestehen, aber es ist gelungen. Und das, da auch ein Dankeschön von mir an die Arbeit, die du und die Kollegen und Kolleginnen, die in den entsprechenden Ausschüssen sind, auch da geleistet haben, weil das wirklich eine super, super gute Arbeit war. Auch wenn, wie du sagst, also hätte noch mehr sein können, wir haben jetzt den Einstieg und das ist das Wichtige und jetzt geht es an die Umsetzung und da machen wir uns dran. Ja, ja. Ja, ja. Ich muss leider schon wieder auf die Uhr schauen. Ich glaube, wir müssen auf die Uhr schauen, die Zeit fliegt immer so schnell. Die fliegt so schnell weg. Also ich hatte noch ein paar andere Themen, die lasse ich jetzt einfach weg. Wir haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, noch ganze 3 Minuten Zeit. Ja. Und ich möchte sie dir jetzt schenken, damit du zum Abschluss noch einmal das sagst, was dir wichtig ist, was du für die Zukunft dir wünschst. Ich wünsche mir Work-Life-Balance für Junge, für Ältere, für Männer, für Frauen. Das ist etwas, was uns eint und dazu gehört eben runter mit der Arbeitszeit, nicht zu viel arbeiten rund um die Uhr für alle. Und dadurch gibt es natürlich dann auch viel mehr Möglichkeiten. Also aus sozialdemokratischer Sicht sage ich das. Das ist unglaublich wichtig für die Zukunft, diese Economy des Wellbeings, gerade für Frauen. Und wenn es jetzt um die Umsetzung geht von dem Milliardenpaket, also dem Wiederaufbaufonds, dem RRF, dann ist mir noch eines zum Schluss wichtig, das wollte ich unbedingt noch sagen, es soll viel Geld in Pflegeberufe investiert werden, und zwar im weitesten Sinne in diejenigen, die die Kinder betreuen, in diejenigen, die die Älteren betreuen, in die Gesundheitsvorsorge, öffentliche Dienstleistungen in diesem Zusammenhang. Das stärkt die Frauen. Das bedeutet, dass die Wertschätzung für diese Berufe in die Höhe geht. Das ist unglaublich wichtig aus Nachhaltigkeitssicht, weil das ist zehnmal gescheiter, darin zu investieren, weil diese Jobs brauchen wir auch mit unserer demografischen und ökologischen Entwicklung in der Zukunft. Und das wäre ist für mich eine wichtige Botschaft jetzt, wenn es um diese ganzen Mittel geht. Das ist nämlich im Endeffekt eine unglaubliche Stärkung für diese Berufe, in denen es eine besonders große Segregation von Männern und Frauen gibt. Ganz wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, liebe Evelyn. Evelyn, ja, wir haben uns vorhin darüber ausgetauscht. Danke dir, Evelyn. Und ich glaube, ich hatte nicht so viel versprochen, indem ich gesagt habe, dass ich wieder eine ganz wunderbare Gesprächspartnerin habe. Das hat sich jetzt wieder gezeigt. Ja, wie ihr wisst, ich mache es ja abwechselnd mit einer Frau und einem Mann. In 2 Wochen werden wir einen jungen Mann haben. Und das ist unser Landtagskandidat Patrick Wegener im Hohenlohe und einem Teil des Landkreises Schwäbisch Hall. Am 14. März haben wir ja Landtagswahlen. Und Patrick hat sich vorgenommen, in den Landtag zu kommen als ganz junger. Und ich wünsche mir sehr, weil er sehr kompetent, sehr gut ist, ich wünsche mir sehr, dass er hineinkommt, denn wir brauchen nicht nur Frauen, sondern wir brauchen auch gute junge Männer, die keine Machisten, die sich auch selber Feministen nennen und die auch helfen, auch eine richtig gute Politik auch für das Land Baden-Württemberg zu machen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und sage bis in 2 Wochen um 19 Uhr wieder. Bis